hat am 10. August 2020 über das neue GSD für den Modelljahrgang 2021 informiert. Das innovative und vielseitige Lastenfahrrad bekam einen verstärkten Rahmen und kann weiterhin bis zu 200 Kilogramm Gesamtgewicht stemmen. Vorne gibt es nun eine Federgabel für mehr Komfort und Fahrsicherheit. Ein neuer, extra breiter und stabiler Mittelständer sorgt für leichtere Beladbarkeit und vor allem mehr Sicherheit beim Auf- und Absteigen junger Passagiere. Schließlich lassen sich sogar zwei Kindersitze auf dem Rad montieren. Alle GSD-Versionen sind nun mit dem kraftvollen Bosch Cargoline Generation 4 Motor ausgestattet, der bis zu 85 Newtonmeter Drehmoment entwickelt. Ebenfalls bei allen GSD-Versionen ist das neue Tern Rear Stop Bremslichtsystem an Bord. Es funktioniert unabhängig von der normalen Beleuchtung. Im GSD-Topmodell gibt es zudem den neuen Ignis Scheinwerfer mit 700 Lumen Lichtstrahl sowie Fern- und Abblendlicht. Neu sind weiters Vollkettenschutz und Hinterradverkleidung. So ist man sicher und sauber unterwegs. Außerdem sind hinten rahmenfeste Trittbretter integriert. Sehr praktisch angebracht wurde das Abus-Fahrradschloss hinter der neuen vorderen Federgabel. Geblieben ist natürlich die praktische Möglichkeit, das Fahrrad hochkant aufzustellen. Ideal, wenn man nicht viel Platz hat. Das GSD ist mit einer Vielzahl an sinnvollem Zubehör aufzurüsten. Hier lässt sich die Alltagstauglichkeit nochmal kräftig steigern. Drei Versionen vom GSD, das übrigens für Get Stuff Done steht, sind im neuen Programm. Das GSD S10 mit 10-Gang Shimano Deore Shadow Plus Kettenschaltung und 500 Wattstunden Akku ab 4.699 Euro. Das GSD S00 mit stufenloser Enviolo SP-Nabenschaltung und Gates Carbon Riemen sowie 500 Wattstunden Akku um 5.499 Euro. Und das neue Premium-Topmodell GSD R14 mit Roloff Speedhub E-Shift Nabenschaltung und Gates Carbon Riemen sowie Bosch Dual Battery 1000 um 8.299 Euro. Laut Tern sollen die neuen GSD-Modelle noch heuer im vierten Quartal 2020 im Fachhandel erhältlich sein.